Herzlich willkommen zum zweiten Tag des Wochenendseminars Kritische Theorie und die Islamische Republik Iran. Am ersten Tag sind wir von Begriffen wie Staat und Religion in der kritischen Theorie ausgegangen. Dabei gab es zwischen den Referenten einige Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. Welche Folgerungen aus den verschiedenen theoretischen Ansätzen in Bezug auf die Islamische Republik Iran gezogen werden können, ist Thema des heutigen Tages. Farshid Feriduni beginnt mit seinem Vortrag Geschichte der Religiosität und Philosophie der Islamischen Republik Iran. Dieses Thema ist für die Transformationstheorie von zentraler Bedeutung, wie ich interpretiere. Farshid hat das Wort. Bitte schön. Ja, ich bedanke mich. Ja, wie das gerade im Vorwort angedeutet wurde, wir haben gestern uns ein bisschen so mit Methodologie befasst und vor allen Dingen damit, ob wir mit dem, sage ich mal, kritischen Theorie das islamische Regime begreifen können, allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ich neige eher dann zum historischen Materialismus, dialektischer historischer Materialismus. Ich versuchte das auch gestern Vormittag darzulegen, dass man den Positivismus Kritik an Marx nicht ohne weiteres meiner Ansicht nach in diesem Sinne nicht so kritisieren kann. Denn wenn man sich dann mit Marx befasst, vor allen Dingen, weil der Marx meiner Ansicht nach, der hat ein Fenster geöffnet, wie man die Welt sich anschauen kann, wie man die Welt kritisch sich anschauen kann. Ich versuche auch in meinen Beiträgen auch irgendwie die Geschichte und die Klassenkämpfe im Iran aus diesem Fenster mir anzuschauen. Ja. Inwieweit das mir gelingt, das müssen selbstverständlich die Kritiker das beurteilen. Aber das ist dann meine Absicht. Gestern Nachmittag versuchte ich das selbstverständlich auch, mich auch mit anderen Methodologien befassen, die meiner Ansicht nach gar keinen akademischen Anspruch haben. Eine davon ist diese sogenannte vergleichende Analyse, die leider sehr verbreitet ist. Also sie machen dann von unterschiedlichen Phänomenen, das heißt, sie heben einfach die Erscheinungsformen aus und von unterschiedlichen Kulturen, von unterschiedlichen Gesellschaften machen dasselbe. Allerdings mit politischer Zielsetzung, nämlich eine, sage ich mal, ein militärischer Angriff in präventiver Form rechtfertigen. Und das ist meiner Ansicht nach, abgesehen jetzt, dass man jetzt gegen oder vor Krieg sein will oder sein kann, das finde ich dann aus akademischer Sicht nicht gerechtfertigt. Denn die Wissenschaft ist dafür gedacht, und so, dass wir uns irgendwie diesem Objekt annähern, dass wir uns einfach keine falsche Erscheinungsform erzeugen, damit dass wir irgendwie dann damit auch unsere, sage ich mal, dann, politische Absichten rechtfertigen. Und da in diesem Sinne macht man meiner Ansicht nach der Wissenschaft nicht so Gutes an. Was wir heute machen, das ist selbstverständlich mit das hat mit Islamischer Republik Iran zu tun, dass ich versuche, dann mich ein bisschen an diesem Phänomen ranzuarbeiten und noch ein bisschen das genauer zu betrachten. Wenn wir beispielsweise mit diesen 33 Jahren Islamische Republik Iran befassen, eine kurze Resümee zeigt das uns, dass das islamische Regime massiv die Menschenrechte verletzt. Andererseits torpediert auch die internationale Staatenbeziehungen. Also eine systematische Gewaltanwendung nach innen als auch nach außen. Dann stellt sich selbstverständlich für uns die Frage, woher diese Republik ihr geistiges Potenzial schöpft. Wieso ist er dann so eine Republik so ausgesprochen destruktiv? Beziehungsweise, das ist für uns sehr wichtig, wie diese Verbrechen einfach dann ideologisch gerechtfertigt werden. Mit anderen Worten, wie dieses geistige Potenzial einfach dann denen die Möglichkeit gibt, nach innen und nach außen Gewalt anzuwenden. Wenn wir beispielsweise uns irgendwie die Verfassung der Islamischen Republik Iran anschauen, dann stellen wir fest, dass im Präambel der Verfassung der Islamische Staat verpflichtet wird, die Einheit der Umma, also islamische Gemeinschaft, herzustellen. Und etwas konkreter können wir das dann aus dem Paragraph 11 der Islamischen Verfassung, der iranischen Verfassung entnehmen. Ich zitiere Paragraph 11 aus der Verfassung des Islamischen Regimes. In diesem Artikel werden die politische Führung, ich zitiere, sie werden verpflichtet, ihre allgemeine Politik auf das Bündnis mit den islamischen Nationen zu begründen und sich ohne Unterlass zu bemühen, die politische, wirtschaftliche und kulturelle Einheit der islamischen Welt zu verwirklichen. Ende des Zitats.
Also aus diesem Artikel entnehmen wir, dass die Islamisten von einem sozialen Konzept ausgehen, dies die sogenannte islamische Gemeinschaft, also Umma. Und wenn wir das uns irgendwie diese ein bisschen dann kennen wollen, dann müssen wir uns auch selbstverständlich mit islamischer Geschichte befassen. Und das setzt allerdings auch voraus, dass wir auch dann mit Lebenslauf des Propheten Mohammed befassen müssen. Also in diesen 23 Jahren, als er dann behauptet hat, dass er dann die Offenbarung erhalten hat, bis dahin, dass er dann gestorben ist. Dies ist vor allem das Besondere wichtig, denn die Gewaltanwendung, wie Walter Benjamin völlig zu Recht darauf hinweist, ich zitiere, die Kritik der Gewalt ist ihre geschichtliche Geschichte und Philosophie. Ende der Zitat. Also, wenn wir uns einfach mit dieser permanenten Gewaltanwendung nach innen und nach außen befassen wollen, dann müssen wir selbstverständlich uns auch damit befassen, wann zuerst diese Gewalt angewendet wurde und wie diese Gewaltanwendung auch gerechtfertigt wurde. Um das selbstverständlich zu analysieren, dann müssen wir selbstverständlich uns mit religiösen Quellen befassen und vor allem mit dem Koran müssen wir uns befassen. Der Koran ist das, ich habe jetzt auch den Koran, eine Übersetzung von Rudi Paret mitgebracht. Diesen Koran wurde im Jahre 1981 in Rom veröffentlicht, also 2 Jahre nach dem islamischen Regime. Nach der Gründung des islamischen Regimes und das wurde auch dann von Wazarat al-Irshad, also Informationsministerium bestätigt, also das ist authentisch, diese Übersetzung und in folgenden Zitaten, dass ich mich auf den Koran beziehe, das ist dann aus diesem Buch zitiert, ich habe das auch verglichen mit dem Deutsch, mit dem Persischen und Arabischen und das ist wirklich eine sehr gute Übersetzung und daher kann man das auch dann sich darauf beziehen. Wichtig ist das dabei, dass wir den Koran an sich nicht als ein religiöses Buch lesen sollen, sondern als ein historisches Dokument. Und dies setzt voraus, dass wir diese Suren, die sind die Kapitel, die in Mekka offenbart worden sind, von dem Kapitel, die in Medina offenbart worden sind, das müssen wir dir voneinander trennen. Denn wird es dann so für uns dann die Möglichkeit gegeben, damit dass wir dann uns auch mit dieser historischen Entwicklung und vor allen Dingen mit den Taktiken, was der Prophet Mohammed angewendet hat, um ein islamisches Staat zu gründen, uns ein bisschen mehr vertraut zu machen. Aber bevor wir dann uns damit befassen, da müssen wir uns auch selbstverständlich mit den objektiven und subjektiven Bedingungen befassen, die vor dem islamischen Offenbarung geherrscht haben. Also, da müssen wir dann wissen, was für eine Bedingungen gab es, dass das überhaupt der Islam zustande gekommen ist. Bekannt ist, dass der Mohammed zum koreschitischen Stamm gehörte und dieser Stamm umfasste insgesamt 10 Clans, wobei die Haschimiten und Umayyaden um die Herrschaft miteinander rivalisierten. Diese Rivalität wurde im Versammlungsort, heißt das Darul Nedwe, das war ein Ort, wo die Clansführer sich dann gesammelt haben. Das wurde irgendwie da durchgeführt, diese Rivalität. Und die Herrschaft, das geht auch praktisch darum, um die Herrschaft in Mekka zu erobern. Diese Rivalität konnte allerdings, hatte eine materielle Gründung gehabt, wobei wurde auch dann selbstverständlich religiös gerechtfertigt. In diesem Sinne, dass der herrschende Clansführer, der die Oberhand gewonnen hat, der wurde dann zu Verwalter der Kaaba. Kaaba, das ist dieses schwarzes Haus, das nach wie vor dann verehrt wird von Moslems. Und auch, der wurde auch Verwalter der Einnahmen des Gebetshauses. Also, das gab so einen materiellen Grund zu dieser Auseinandersetzung. Ursprünglich hat der Abdul Muttalib, also Großvater von Prophet Mohammed, die Oberhand gehabt. Der war der Verwalter der Kaaba. Allerdings im Verlauf der Zeit wurde einfach die Oberhand an den Umayyaden gegeben. Haschimiten waren die Familie von Prophet Mohammed, Umayyaden waren praktisch die Gegner, wobei ich noch darauf hinweisen soll, dass die Umayyaden und Haschimiten sehr miteinander verwandt waren. Sie haben dann so eine Großopa gehabt, Abdul Nafes, dass der dann 2 Söhne hatte, einer war Abdul Muttalib, der andere war Umayye, dass dann noch dann, sie haben noch dann 2 unterschiedliche Clans gegründet. Also sie waren noch miteinander sehr eng verwandt. Dann in dieser Zeit, also in der Zeit, als der Prophet Mohammed noch nicht dann die Offenbarung erhalten hat, hatte der Abu Sufyan die Oberhand gehabt, der war der
sage ich mal, verwaltete Kaaba. Und wie gesagt, das gab es einen materiellen Grund zu dieser Auseinandersetzung, wobei das dieser materielle Grund erheblich verschärft wurde, vor allen Dingen Ende des 4. Jahrhunderts. Der Grund lag an lange anhaltende Kriege, was dann zwischen dem Byzantischen Reich, also östliche Rom, mit dem Sassanidischen Dynastie geführt wurde. So wurde einfach die Möglichkeit für die, sage ich mal, arabischen Händler gegeben, damit sie dann die Waren aus Nordafrika und selbstverständlich aus Indien über Damaskus nach Mittelmeer dann transportieren konnten. Also, weil einfach dann diese, sage ich mal, dann unter diesen Umständen, dass diese Karawanen einfach von dieser Stadt überquert haben, da stieg auch selbstverständlich die Einnahmen der Kaaba, wobei ich noch darauf hinweisen will, dass diese materiellen Widersprüche erheblich sich in dieser Zeit verschärft hatten. Wichtig ist dabei ebenfalls die subjektiven Bedingungen, die zum Entstehung des Islam führten. Die Qurayshiten waren dann Polytheisten und wie anderen arabische Stämme. Und in Kaaba waren damals insgesamt 300 Götzen beherbergt und sie wurden dann da sozusagen verehrt. Und jeder Stamm hatte praktisch dann eine besondere Götze verehrt. Wichtig ist das dabei, dass dieser Polytheismus einerseits die arabische Identität sichergestellt hat, also sie haben ihre eigene Götze gehabt, obwohl sie einfach dann zu diesem Stamm gehörten. Andererseits rechtfertigte auch zugleich ihre Unabhängigkeit von diesem Stamm. Und daher war es auch ausgesprochen konstruktiv. In Mekka gab es allerdings auch neben den Polytheisten gab es auch Monotheisten, also es gab Juden und es gab auch Christen. Es gaben auch dann drei Propheten, die vor dem Monotheismus in Mekka warben. Eine hieß Hud, der zweite hieß Saleh und der dritte hieß es Shoaib. Etwas ähnlich gab es auch in Umgebung von Mekka, in Yamame, wo diese Bani Hanife, eine Stamm, lebte, das gab es auch zwei anderen Propheten, die vor dem Monotheismus geworben haben. Eine hieß das Muslimatul bin Habib und die andere war eine Prophetin Sajjah bin Marwan. Das gab es allerdings auch eine andere Gruppe, die nicht an Jenseits gedacht hat, die hießen Dahariten, also die waren die Gruppierung, die im Koran als Kafir bezeichnet werden, also sie waren diejenigen, die praktisch nicht an Jenseits geglaubt haben. Das ist jetzt sehr wichtig, wenn wir jetzt dann diese Umgebung uns anschauen, dann begegnen wir einem Reich der Toleranz. Also, es gab zwar Stammeskriege, aber diese Stammeskriege wurden nicht religiös gerechtfertigt. Das gab es unterschiedliche Religionen, Polytheisten, Monotheisten, auch Ungläubige, die einfach in Mekka und Umgebung miteinander lebten. Wenn wir jetzt diese objektiven und subjektiven Bedingungen ein bisschen dann resümieren, dann kommen wir dann zum Ergebnis. Erstens, das gab es dann eine verschärfte Rivalität um die Herrschaft in Mekka, die selbstverständlich materiell begründet war. Und diese Rivalität konnte nicht mehr in Darul Nedwe, also dieser Versammlungsort, konnte nicht mehr vermittelt werden. Also, es war notwendig, dass neue abstraktere, eine zentralisierte Strukturen geschaffen wird, also eine zentrale Stadt. Während das Glauben des Polytheismus die Identität und auch die Unabhängigkeit der arabischen Clans rechtfertigte und da gegen solche Gründung eines Staates wirkte. Also, wir haben auch hier dann worauf ich hinaus will, dass wir dann sowohl materielle als auch dann ideelle Bedingungen da vorhanden waren, objektive und subjektive Begründung, um einen Zentralstaat da zu gründen. Dieser Zentralstaat benötigte allerdings eine arabische Ideologie, die einfach die Gründung des Zentralstaates dann rechtfertigen konnte. Wie ich das auch bereits angedeutet habe, das war nicht nur Prophet Mohammed, der die Krise gekannt hat, das gab es auch andere Propheten, die auch dann vor dem Monotheismus einfach geworben haben. Es ist bekannt, dass Mohammed im Jahre 610 behauptet hat, dass er die Offenbarung von Gott
erhalten hat, aber der hat dann ursprünglich nur von Rab und Rabbul Alamin, Rab, Gott, Rabbul Alamin, also der große Schöpfer, gesprochen hat. Also es dauerte insgesamt etwa 3 bis 4 Jahre, dass er dann auch seinen Gott Allah nannte. Was der Allah angeht, der Allah war damals eine Götze, der auch dann in Kaaba beherbergt war, und es wurde auch verehrt in diesem Sinne, dass er Wasserspender ist und auch als Schöpfer des Himmels wurde verehrt. Wichtig ist das dabei, dass der Vater von Prophet Muhammad, Abdullah, und sein Onkel Abdul Uzza hieß. Abdullah bedeutet vielleicht Diener des Allah, des Allahs, und Abdul Uzza, ist das noch da, wichtig, dass man darauf hinweist, das gab es noch dann drei andere Götzen, Lat, Uzza und Menat, die wurden als Töchter von Allah verehrt, allerdings in Umgebung von Mekka. Und Abdul Uzza bedeutet einfach dann Diener von Uzza. Dies ist ein Zeichen, dass offensichtlich diese Haschimiten zu diesem Allah sehr geneigt waren. Und daher nannten sie auch ihre Söhne als Diener diesen Götzen. Wichtig ist das dabei, dass dieser Allah, als er dann praktisch dann angedeutet wird, und der Koran als ein Dokument belegt, dass das ganz eindrucksvoll diese materielle Auseinandersetzung zwischen Allah und anderen Götzen. Um das hier dann nachzuweisen, ich beziehe mich auf Koran und zitiere ich eine Verse aus dem Koran. Wenn jemand das interessiert, dann werde ich auch sagen, was für eine Verse ist, damit dass man das auch nachprüfen und nachlesen kann. Ich zitiere. Die Ungläubigen haben Allah einen Anteil bestimmt von dem, was er an Getreide und Vieh hat wachsen lassen. Und sie sagen, dies steht Allah zu. So nach ihrer Behauptung. Und diese unseren Teilhaber. Was dennoch ihren Teilhaber zusteht, gelangt nicht zu Allah. Da ist es ihm vorenthalten. Und was in Wirklichkeit Allah zusteht, gelangt zu ihren Teilhabern. Wie schlecht urteilen sie durch. Ende des Zitats. Also aus dem Koran können wir diese materielle Auseinandersetzung ganz eindrucksvoll entnehmen. Das gab es einfach dann Einnahmen, wobei der Verwalter, also Abu Sufyan, diese einfach ungerecht verteilt hat. Also der Allah hat einfach weniger bekommen. Selbstverständlich, da jeder Stamm verehrte eine Götze, wenn er eine Götze eine gewisse Einnahme bekommen hat, und diese Einnahme wurde einfach dann kanalisiert zu diesem Stamm. Also der Stamm von Prophet Muhammad hat offensichtlich weniger Vieh und Getreide erhalten. Worauf ich hinaus will, ich will nur darauf hinaus, dass im Koran einfach diese Auseinandersetzung einfach da dokumentiert ist. Es ist verständlich, dass Muhammad einfach diese Einnahmen sich beziehen lassen konnte, beziehungsweise der konnte nur zum Verwalter werden, wenn er der Allah zu einem abstrakten Gott hervorheben konnte. Und dies können wir auch dann aus Koran entnehmen. Das ist eine andere Verse. Ich zitiere, damit dass das irgendwie meine Anliegen ein bisschen deutlicher wird. Lob sei Allah, dem alles gehört, was im Himmel und auf der Erde ist. Ende des Zitats. Also, was wir hier dann aus diesem Zitat aus diesem Verse entnehmen, dass der Muhammad, der Allah zu Besitzer, alles gemacht hat. Und das ist selbstverständlich, wenn der Prophet Muhammad selbst die alle unter seine Herrschaft ziehen konnte, der musste auch selbstverständlich die einzige Adressat des Allahs bleiben. Und daher, als der andere Prophet, der hieß dann Muslim ibn Habib, der hatte auch behauptet, dass er auch dann Offenbarung bekommen hat, und sein Gott hieß Rahman, also denselben Begriff, was Prophet Muhammad ursprünglich benutzt hat, der hat mit ihm Verbindung aufgenommen, um den Monotheismus miteinander zu vertreiben, beziehungsweise zu verbreiten, aber Muhammad hat das praktisch abgelehnt. Es ist verständlich, dass Muhammad in Mekka konnte selbstverständlich die Muslime nicht sehr schnell zum Islam bekehren, daher griff er auch dann zur semitischen Mythologie, also er stellte sich in der Reihe der großen Propheten wie Noah, Abraham, Moses und Jesus, um irgendwie dann als letzte, seine Erstellung als letzter Prophet, Khatam al-Anbiya, recht zu fertigen. Freilich benutzte auch
ausgesprochen gut, diese sogenannte religiöse Toleranz. Wir entnehmen aus dem Koran Versen, die für die Toleranz werben. Das ist dann La ikraha fid din, walum dinukum wala din. Also jeder nach seiner eigenen Religion, jeder dann im Bereich der Religion muss man keinen Zwang ausüben. Also der nutzte einfach diese religiöse Toleranz, um einfach das Islam, der Islam dann zu verbreiten. Wie wir dann aus dem Islam, aus dem Koran entnehmen können, das gibt es dann so ziemlich heftige Dialoge zwischen Prophet Muhammad, der wehrt sich allerdings dann im Namen des Allah als der einzige und letzte Prophet, sie haben ihm vorgeworfen, wenn er sich dann in der Reihe der großen Propheten stellt, warum kann er nicht dann so ausgesprochen gigantische Wunder hervorbringen wie die anderen Propheten? Und das war ein Vorwurf, das sie immer an ihm gerichtet haben. Insgesamt, was Muhammad angeht, insgesamt standen ihm drei Gruppen gegenüber. Wichtig ist das dabei, dass diese Gruppen einfach im Koran wie eine Kategorie ganz genau erklärt werden. Die erste Gruppe nannte Prophet Muhammad durch Offenbarung Mushrikin, sie waren also die Polytheisten. Muhammad musste selbstverständlich ihren Alltagsverstand umkrempeln, um sie zu Islam zu bekehren. Und da kann man das auch aus dem Koran entnehmen. Ich zitiere noch eine Verse aus dem Koran. Sag, wem gehört die Erde und alle die, die auf ihr sind? Gebt Antwort. Wenn ihr richtig zu urteilen wisst, sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr euch denn nicht mahnen lassen? Sag, wer ist der Herr der siebte Himmel und der Herr des gewaltigen Throns? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig werden? Ende der Zitat. Aus diesem Dialog entnehmen wir, während der Prophet einfach diese besondere Allah, besondere Götze, zu einem einzigen Gott hervorheben wollte und in diesem Dialog, die einfach nachweisen wollte, das ist der einzige Gott, sie akzeptierten zwar, dass der Allah der große Götze ist, dass er dann auch als Schöpfer des Himmels gilt, aber sie wollten einfach ihre eigene Tradition nicht aufgeben. Sie wollten auch die anderen Götzen verehren. Also, wir haben aus diesem Dialog, können wir einfach diese Auseinandersetzungen sehr gut ableiten. Wichtig ist das dabei, dass die anderen Gruppen auch an diese Religion nicht glauben wollten. Die zweite Gruppe, die im Koran dokumentiert werden und als Kategorie beschrieben werden, sie gehören dann Kafiran oder kann man das als Ungläubige bezeichnen. Die sind praktisch dieselbe Dahiriten, dass sie an so primitive Materialismus einfach glaubten und für sie war das alles auf dieser Erde. Und wenn man schon gestorben ist, dann können sie selbstverständlich für sie gab es dann kein jenseitiges Leben. Dies können wir auch ebenfalls aus Koran entnehmen. Ich zitiere, hier werden die Ungläubige einfach als Kategorie beschrieben. Diejenigen, die das diesseitige Leben dem Jenseits vorziehen und ihre Mitmenschen vom Weg Allahs abhalten. Ende des Zitats. Also die waren die Gruppierungen, die praktisch nicht an Jenseits glaubten und auch gegenüber dem Prophet Muhammad Widerstand geleistet haben. Sie haben allerdings sehr rationalistische Gründe, die können wir dann auch aus dem Koran entnehmen, dass sie beispielsweise dem Prophet Muhammad vorgeworfen haben, warum er nicht immer die Offenbarung als Ganze erhält, dass er dann jedes Mal noch eine Verse bringt. Beispielsweise, sie wollten, dass der Prophet Muhammad der große Wunder bringt, damit dass sie überzeugt werden. Sie haben auch ganz rationalistische Fragen gehabt. Beispielsweise, wenn Prophet Muhammad behauptete, Allah leitet, wenn er will, und führt ihre, wenn er will, dann fragten sie ihn, wenn der Gott, der Allah, unmittelbar die Leute leitet und ihre führt, wieso braucht er einen Prophet? Der macht das doch direkt. Oder wieso soll er uns dann in Jenseits bestrafen, wenn er uns irgendwie irreführt? Also diese Dialoge sind alle im Koran manifestiert. Das gab es allerdings auch eine dritte Gruppe, die dem Prophet Muhammad nicht glauben wollte. Die waren im Koran als Ahle Kitab, also Buchreligionen beschrieben. Und die sind praktisch Juden und Christen. Am Anfang
Als Prophet Mohammed sich in der Reihe der großen Propheten stellte, der war an sich dann sehr optimistisch und glaubte, weil er dann da sowas behauptet, dass sie auch seine Religion annehmen. Daher ist er auch vor allem den Juden besonders entgegengekommen. Der hat beispielsweise das eheliche Leben zwischen männlichen Moslems mit den anderen Religionen erlaubt. Er hat das erlaubt, dass die Leute gegenüber von, beziehungsweise der hat denen befohlen, gegenüber den Jerusalem zu beten. Der hat diese jüdischen Essvorschriften alle akzeptiert und übernommen und auch diese Fastenmonat auch dann von Juden übernommen. Allerdings, die Christen und die Juden, sie wollten an Prophet Mohammed nicht glauben, aus diesem Grund, weil die Christen glaubten und behaupteten, dass er Jesus praktisch dann der Sohn Gottes sei, während Prophet Mohammed vehement darauf hingewiesen hat, dass der Allah weder einen Sohn hat noch Eltern hat. Also, das war für sie dann nicht akzeptabel, dass sie dann ihn als letzter Prophet betrachten. Die Auseinandersetzung mit dem Juden war ein bisschen dann intensiver und stärker in diesem Sinne, dass die Juden an Prädestination glauben. Vielleicht kennt ihr mal das aus dem Alten Testament, dass der Jehova mit Jakob Verbindung aufnimmt und er sagt, von dieser Zeit heißt du Israel. Und dieser Begriff Bani Israel kommt, das ist ein Begriff für 12 Stämme, der jüdische Stämme. Und daher, sie beziehen sich auf ihn, und daher, weil dieses Volk eben prädestiniert ist, wenn ein neuer Prophet kommen sollte, der musste praktisch dann aus diesen 12 Stämme kommen. Und weil Prophet Mohammed selbst Araber war, und weil er auch dann selbst, beziehungsweise seine Eltern Polytheisten waren, sie waren eher ein Argument gegen ihn. Und daher akzeptierten ihn praktisch nicht als letzter Prophet. Die Auseinandersetzung in Mekka waren ausgesprochen heftig. Im Koran werden die Juden als Hunde, als Affen und Tieren bezeichnet. Also die Christen und die Juden, sie betrachten ihn als eine Scharlatan. Sie waren der Meinung, er ist ein falscher Prophet. Also schließlich gelingt Mohammed, einige Leute zum Islam zu bekehren. Er definiert die auch, die heißen im Koran Mutaqiyan, also Gottesfürchtige. Und um das irgendwie dann diese Kategorie ein bisschen für euch dann darzustellen, zitiere ich auch noch eine Verse aus dem Koran. Die Gottesfürchtigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und sich von der Stunde des Gerichtes ängstigen. Ende der Zitat. Mohammed definiert diese Gottesfürchtige, beziehungsweise diese Mutaqiyan, dass sie dann ständig Angst haben sollen von Strafe diesseits und jenseits. Und der wird das auch denen dann das Gebet vorschreiben. Wenn wir dann dieses islamische Gebet uns ansehen, wir sehen mal, das ist sowohl immer eine verbale und auch eine körperliche Übung der Unterwürfigkeit. Ja? Diese Übungen, dass sie gemacht werden, das wird auch mehrfach täglich gemacht. Und das ist auch der Sinn, dass die Moslems immer in einem Angst und Schrecken von jenseits und diesseits einfach sich dann befinden sollen. Und er hatte auch dann so einen gewissen Überwachungsmechanismus entwickelt. Im Koran wird das als Amr bi Ma'ruf und Nahi an Munkar beschrieben. Also diejenigen, die ganz radikal an Islam glauben, sie sind verpflichtet, die anderen auf dem sogenannten rechten Weg zu bewegen. Also so ein anfängliches soziales Überwachungssystem hat er auch konstituiert. Es ist verständlich, dass einige Muslime in Anfangsphase, sie haben wahrscheinlich nicht so viel Schiss gehabt oder sie haben dann sehr viel Fragen gehabt und dass sie auch dann nicht immer dann das gemacht haben, was der Prophet Mohammed wollte. Sie werden im Koran als Munafiq und Fasiq bezeichnet. Die kann man schon als Heuchler übersetzen. Munafiq und Fasiq heißen praktisch diejenigen, die im islamischen Gemeinschaft einfach Zwietracht entwickeln und auch dann als Heuchler werden sie bezeichnet. Sie werden auch im Koran definiert. Ich zitiere hier aus dem Koran. Und unter den Menschen gibt es welche, die sagen, wir glauben an Allah. Die aber, wenn sie um Allahs Willen Ungemacht erleiden,
die Prüfung, der sie von Seiten der Menschen ausgesetzt sind, der Strafe Allahs gleichsetzen. Wenn jedoch von deinem Herrn Hilfe kommt und alles sich zum Guten wendet, sagen sie, wir haben es mit euch gehalten. Ende des Zitats. Also, die waren die wenigen, die sich dann nicht unbedingt dem Willen Prophet Mohammed unterworfen haben. Mit diesen ganz kurzen Ausführungen bezüglich Koran möchte ich an sich hier darauf hinweisen, dass der Prophet Mohammed, als er bereits in Mekka war, der hat eine Konzeption des Staates entwickelt. Denn der Staat bedeutet an sich Grenzen setzen. Grenzen nach innen und Grenzen nach außen. Die innere Grenzen waren diese sogenannte Heuchler, also Munafiq und Fasiq, und äußere Grenzen waren praktisch die Feinde des Islam, die einfach dann an Gottes, an Allah nicht glauben wollten. Die waren dann Ahle Kitab, also Juden und Christen, die äußere Grenze. Sie waren auch selbstverständlich diese Kafiran, Dahiriten, und auch nicht zuletzt die Mushrikin, also die Polytheisten. Wichtig ist das dabei, dass im Koran auch noch zwei andere Kategorien entwickelt werden. Eine heißt das Khalifatul Allah, also Khalif des Allahs, wobei Prophet Muhammad sich dann auf David bezieht, dass er dann der Khalif von Allah war. Und das gibt es auch eine Kategorie, heißt das Mufsidul Fil-Arz, also die wenigen, die einfach auf die Erde unrein bringen. Also sie werden zu Tode verurteilt. Mit anderen Worten, wir haben auch noch ein Konzept der politischen Führung. Wir haben auch noch ein Konzept, was man dann die Scharia daraus ableiten kann. In anfänglicher Phase, als der Prophet Mohammed noch in Mekka war und die politische Macht noch nicht ergriffen hatte. Wichtig ist das dabei, dass der Prophet Mohammed nach 13 Jahren in Mekka an sich dann mit wenig Erfolg hatte, um die Leute zu bekehren. Und danach passierte dann, dass zwei seiner sehr wichtige Beschützer, einer war schon sein Onkel, Abu Talib, und die andere war seine Frau, Khadija, eine sehr reiche Händlerin, dass sie dann einer nach anderen gestorben sind. Und daher, der wurde irgendwie schutzlos. Vor allem deswegen, weil sein Onkel, der wurde dann Clansführer, der hieß Abdul Buza, der war nicht dann bereit gewesen, ihn einfach uneingeschränkt zu schützen. Andererseits, das gab es in Medina, Auseinandersetzungen zwischen zwei arabischen Stämmen mit jüdischen Stämmen. Diese zwei Stämme hießen Us und Khazraj, und sie haben dann drei Treffen mit Prophet Mohammed in gehabt, damit sie ihn überzeugt haben, damit er dann nach Medina emigriert. Okay, im Jahre, nach 13 Jahren, der Prophet Mohammed mit dem ersten Kalif, der später Kalif wurde, der war auch dann sein Schwiegervater, Abu Bakr. Sie sind zusammen nach Medina emigriert, und als sie dann da eingetroffen ist, dann verkündet Mohammed die Verfassung von Medina. Und dies ist auch dann im Koran dokumentiert. Ich zitiere hier eine Verse aus dem Koran. Wichtig ist das dabei, als sie dann nach Medina gereist sind, sind ein paar Leute, aus welchen Gründen auch immer, sie wollten dann wieder dann von Medina nach Mekka zurückfahren. Also vor Mohammed war das dann damals eine Rückkehr zur islamischen Gemeinschaft, und da müssen wir auch dann diese Verse in diesem Sinne begreifen. Das ist an die Adressen derjenigen gerichtet, die dann auch dann nach Mekka zurückgekehrt sind. Ich zitiere: Sie möchten gerne, wäret ungläubig, so wie sie selbst ungläubig sind, damit ihr alle gleich nicht um Gottes Willen auswandert. Und wenn sie sich abwenden und eure Aufforderungen zum Glauben keine Gehör schenken, dann greift sie und tötet sie. Und wo immer ihr sie findet, und nehmt euch niemanden von ihnen zum Freund oder Helfer. Kämpft gegen sie mit Ausnahme derer, die zu Leuten gelangen, mit denen ihr in einem Vertragsverhältnis steht. Ende des Zitats. Wir sehen mal hier dann eine offensichtlich göttliche Offenbarung mit Ausnahme. Ja? Also der Gott sagt, das muss man schon, alle Leute, die irgendwie der islamischen Gemeinschaft irgendwie den Rücken gekehrt haben und nach Mekka
zurückgehen, sie werden zu Tode verurteilt. Allerdings, der holt dann hier eine Ausnahme, weil als dann da, als der Prophet Mohammed nach Medina war, das gab es noch polytheistische Stämme und sie haben dann in dieser Verfassung so eine Vereinbarung mit denen gehabt. Und mit Ausnahme, wenn jemand zum Beispiel dann bei diesem Stämme, die noch nicht zum Monotheismus übergegangen sind, Schutz gewähren. Also, da sehen wir hier eine Ausnahme und das ist ausgesprochen wichtig für die Philosophie der Staatlichkeit im Iran. Dies wird als Maslahat bezeichnet. Und das werde ich dann danach nochmal darauf eingehen, wie diese Maslahat dann die Politik des Irans dann bestimmt. Und diese Maslahat ist das praktisch das Rezept von Prophet Mohammed, damit dass er in Medina einfach eine islamische Staat gründet und auch diese Maslahat wirklich zu einer politischen Praxis, zu einer Vollkommenheit meiner Ansicht nach entwickelt. Wichtig ist dabei, dass Prophet Mohammed auch einen ideologischen Bruch mit den Juden und Christen dann initiiert hat. In diesem Sinne, ich bin auch gestern kurz darauf eingegangen, in diesem Sinne, dass er eine Legende erzählt hat, als er in Mekka war, der behauptete, dass er der erste Moslem sei. Aber als er dann wirklich seine Hoffnung total verloren hat, dass die Christen und Juden zum Islam übergehen, dann hat er eine Abraham-Legende initiiert in diesem Sinne, dass er behauptet hat, dass der Abraham und sein Sohn Ismail die Kaaba vor dem Monotheismus gebaut haben. Und sie waren praktisch die ersten Moslems. Und das haben wir auch aus Beiträgen von Ahmadinejad entnommen, der bezieht sich auf diese Legende, nämlich der Gott hat nur eine einzige Religion geschickt. Also Abraham und Ismail, die waren die ersten Moslems und die Christen und die Juden, weil sie an letzte Prophet nicht glaubten, dann sind sie einfach dann von rechtem Weg abgekommen. Und daher hat er dann praktisch diese, sage ich mal, ideologische Bruch mit denen dann verursacht. Und danach gab es auch dann eine symbolische Akt in diesem Sinne, dass der Prophet Mohammed die Muslime allerdings unter dem Widerstand, wie man aus dem Koran entnehmen kann, verpflichtet hat, nicht mehr nach Jerusalem, sondern nach Mekka zu beten. Wohlgemerkt eine Mekka, der nach wie vor 300 Götzen da beherbergt hat. Allerdings, wie man aus dem Koran entnimmt, das gab es auch dann erheblichen Widerstand gegen diese Entscheidung. Wichtig ist dabei, dass es in Medina Kriege geführt wurden, das gab es dann Raubzüge an Karawanen der Qurayshiten. Es wurden danach eine nacheinander drei jüdische Stämme, Bani Nazir, Bani Qaynuqa und Bani Qurayza, eine nacheinander mit härteren Mitteln unterworfen. Nur die letzten Krieg, also Bani Qurayza, das wurden insgesamt 600, das gibt allerdings aus der Geschichte, gibt es dann zwei Zahlen. Einige sprechen von 600, die anderen sprechen von 900 Leute, die in einem Tag enthauptet worden sind. Ihre Frauen und Kinder, sie wurden zu Sklaven gemacht und an die Sklavenmärkte verkauft. Es gab allerdings in dieser Zeit, als der Prophet Mohammed in Medina war, auch Terroraktionen. Ich verweise hier auf zwei Dichter, eine Dichter und eine Dichterin, Abu Afaq und eine Dichterin Esma bint Marwan, die nach dem Wunsch von Mohammed enthauptet worden sind. Es gab allerdings auch politische Morde, also Terror bezeichnen wir das. Da waren dann die Gegner von Prophet Mohammed, sie wurden ermordet. Ich verweise hier auf Ka'b bin al-Ashraf und Wazir bin Razim, die hinterlistet wurden und noch ihre Köpfe wurden einfach dann abgeschnitten und wahrscheinlich zum Geschenk dem Prophet Mohammed gegeben. Aber in dieser Zeit verwandelte Mohammed an sich diese Maslahat ganz geschickt in diesem Sinne, dass er seine Gegner immer schwach gemacht hat, nicht auf einmal sie alle angegriffen hat. Ich verweise hier darauf, dass der Prophet Mohammed im Verlauf der Auseinandersetzung mit den Juden eine Verse bringt und er würdigt sogar die Christen. Ja, also der wollte sie irgendwie dann trennen, der wollte nicht eine gemeinsame Front gegen sich initiieren. Und dennoch, als er dann die Juden unterworfen hat, dann behauptet er auch, dass die Christen auch etwas ähnlich sind wie die Moschrekin, also wie die Polytheisten. Da hat er die auch dann zum Töten freigegeben. Allerdings aus politischen Gründen, sie wurden als, sage ich mal, als Untertan irgendwie angesehen, als sogenannte Schutzreligionen und sie mussten dann Kopfsteuer bezahlen in Form von Jizya. Wichtig ist dabei, dass der
auch die politische Vermählungen hatte und so, also der musste dann die Leute passivisieren und die sind dann alles unter dem Begriff Maslahat zu begreifen. Der Gipfel, sein politischer Erfolg, das war die Eroberung Mekka, die praktisch dann durch einen Vertrag von Hudaybiyah im Jahre 629 möglich wurde, so konnte Mohammed nächstes Jahr in Begleitung von 2000 Moslems die Wallfahrt nach Mekka eintreten. Er wendete in diesem Wallfahrt ganz genau diese Maslahat an, in diesem Sinne, dass er praktisch dann die Götzen nicht verunglichte. Er hat auch die Tradition der Polytheisten akzeptiert, also in ihren Tradition die Gottesverehrung dann durchgeführt, die Zeremonie durchgeführt. Und am nächsten Jahr, als er dann nach Mekka zur Pilgerfahrt gereist ist, dann nahm er dann insgesamt 10.000 Männer schwer bewaffnet mit, und da sah einfach die Situation ein bisschen anders aus. Sie haben die Stadt erobert, sie haben die Götzen zerstört und auch diese drei Götzen, also Lat, Uzza und Menat, die in der Umgebung von Mekka waren, und da sozusagen, der hat schon dann praktisch der Staat, der islamische Staat, konstituiert. Nächstes Jahr, im Jahre 631, der ist nicht mehr nach Mekka gereist, der ist in Medina geblieben, weil er wahrscheinlich dann irgendwie die Religion, die islamische Religion ausfertigen wollte. Wichtig ist das dabei, dass seine sehr nahen Verwandten nach Mekka gegangen sind und sie haben eine Botschaft vom Prophet Mohammed dabei gehabt, den ich dann hier aus dem Koran für euch zitiere. Und wenn alle die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet. Greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, dann lasst sie ihre Wege ziehen. Ende der Zitat. Wenn ich hier kurz hier meine Beitrag resümieren darf, wir stellen das hier fest, dass der Prophet Mohammed geschafft hat, innerhalb von 23 Jahren ein Reich der Toleranz in einem Reich der Intoleranz zu verwandeln. Also, da mussten alle Leute an Allah glauben, und wenn man das nicht gemacht hat, der wurde einfach dann getötet. Das ist allerdings hier sehr wichtig, dass er auch dann durch diese 23 Jahre ein Manifest von sich hinterlassen hat in Form der Koran, was man ohne Frage als eine manifeste Gewaltanwendung, also nach innen und nach außen, begreifen kann. Dies wird dann in eine Trennung zwischen Darul Harb und Darul Islam gerechtfertigt. Darul Islam, das ist dann das Gebiet des Islam, und Darul Harb, das ist das Gebiet des Krieges, also wo dieser heilige Krieg durchgeführt wird. Was der Darul Islam angeht, das ist dann praktisch, wo diese sogenannte fiktive islamische Gemeinschaft, also Umma, da beherbergt sind. Sie leben alle unter der Scharia, und der Scharia wird das dann vollzogen, selbstverständlich von religiösen Gerichten, wobei der Oberhaupt des Staates, das ist der Kalif, Khalifatul Allah, und alle Muslime sind auch dann verpflichtet, irgendwie dann ihm zu unterwerfen. Das gibt es dann im Koran, bestimmte Kategorien, wie ich das auch ein paar davon angedeutet habe, Munafiq, Fasib, Mufsid al-Fa'as, allerdings in Medina, das gibt es noch andere Kategorien dazu. Eine ist das Muharib, Mulhid und Murtad. Murtad ist jemand, der den Islam den Rücken kehrt. Muharib, der ist dann jemand, der einen Krieg gegen den Gott führt, allerdings nicht gegen den Gott, das heißt gegen den islamischen Staat führt. Und Mulhid ist auch jemand, was man dann als Abtrünnige bezeichnen kann. Also das wird im Koran beschrieben, dass einfach dann ihre Tötung eine unveränderliche Tradition Allah sei. Also ist man schon verpflichtet in der islamischen Gemeinschaft, diese Leute, diese Menschen, die einfach dann durch Kategorie beschrieben werden, einfach zu ermorden und dezimieren. Wie ist das dabei, dass der Islam... Muharib, Mulhid und Murtad. Was ist Mulhid? Mulhid, Abtrünnige. Abtrünnige.
Und die Muharib? Muharib. Sind die Abtrünnigen? Nein, die sind dann diejenigen, die einen Kampf gegen den Gott führen. Ich habe das auch angedeutet, das gibt es dann vor Juden und Christen, das gibt es dann also einen Schutz gewährt. Sie werden also nicht dezimiert, sie müssen nur dann als, sage ich mal, als so eine Schutzminderheiten in islamischen Staat geduldet. Sie dürfen allerdings keine Staat und keine Struktur schaffen, also sie sind dann erhebliche Restriktionen unterworfen. Und gegenüber dieser Darul Islam, die ich das hier dann beschrieben habe, das gibt es die sogenannte Darul Harb, also das ist das Gebiet, wo dieser heilige Krieg geführt wird. Und laut Koran, dieser heilige Krieg ist dann beendet, wenn alle Polizisten ermordet sind und wenn alle ohne Einschränkung nur den Allah verehren. Also, wir haben mit einer Konzeption zu tun, das ist eine universalistische Konzeption, das ist eine Konzeption, die auf die Gewaltanwendung nach innen und nach außen gerichtet ist. Dies allerdings darf uns jetzt nicht dafür dann führen, dass wir diese Brutalitäten irgendwie mit dem dass sie diese Brutalität praktisch dann auch bezüglich auf Koran gerechtfertigt wird. Aber dies, meiner Ansicht nach, darf jetzt uns nicht jetzt dafür führen, dass wir mit einem faschistischen Staat zu tun haben, dass wir mit einem totalitären Staat zu tun haben oder dass wir einen rassistischen Staat zu tun haben. Denn solche Fragen sind einfach vor Islam unbekannt. Die Islamisten führen einen Krieg und dieser Krieg ist allerdings ein Glaubenskrieg. Das heißt, wenn jemand meinetwegen schwarz oder weiß ist oder auch Juden ist und dass er sich dann im Islam bekehren lässt, der wird nicht ermordet. Der wird nicht irgendwie seine Nase gemessen oder nach irgendeiner Anatomie werden die Leute nicht nach einer Anatomie werden sie nicht definiert, sondern sie werden nach ihrem Glauben definiert. Wichtig ist das dabei, dass diese Maslahat ist und wenn wir uns an diese Maslahat noch ein bisschen annähern wollen, dann entnehmen wir auch aus dem Koran, wie das zum Beispiel die Ermordung bzw. der heilige Krieg gerechtfertigt wird, aber der Koran schreibt das vor, beispielsweise, dass man den heiligen Krieg niemals Frieden schließen sollte, aber wenn man dabei ist, den Krieg zu verlieren, dann sollte man auch den Frieden schließen. Das nennt man Maslahat. Dies nehmen wir auch aus dem Koran, dass der Koran die Moslems verpflichtet, mit Juden und mit Christen keine Freundschaft zu schließen, aber der schreibt denen genauso vor, wenn man von denen Angst hat, muss man doch mit denen dann Freundschaft schließen. Das schlimmste Sünde im Koran, in Islam, ist das, wenn man schon sich den Rücken den Islam kehrt. Also wenn man sagt, dass man nicht mehr an Allah glaubt. Aber im Koran steht auch ganz eindrucksvoll, wenn man schon irgendwie Angst um sein Leben hat, kann man auch selbstverständlich dann auch seine Glauben ablegen. Ja? Das ist das praktisch eine Maslahat, eine, sage ich mal, religiöse Pragmatismus, wenn man in eine Enge getrieben wird, dass man durch eine Schirk zurückgehen kann. Dies führt allerdings nicht dazu, dass man irgendwie seine politischen Ziele aufgibt. Also zieht man sich zurück, stärkt man sich, reproduziert man seine Kräfte, um seine Ziele bei einer besseren Ausgangsposition zu verfolgen. Das ist die sogenannte Maslahat, was wir dann aus dem Koran, aus religiösen Quellen entnehmen. Wichtig ist das dabei, genauso, dass wir wahrscheinlich zur Universität gehen und meinetwegen bestimmte Fachbücher lesen und dann auch von einem Fenster die Welt uns anschauen. Etwas ähnlich ist das auch bei den Islamisten. Sie gehen in religiöse Schulen, sie nehmen sie einfach diesen Koran als Gottes Wort und sie handeln auch so. Wichtig ist das dabei, dass diese Maslahat, dass im Iran eine Shurai Maslahat Nizam einfach 1988 nach der Beendigung des Krieges organisiert wurde und diese Anwendung der Maslahat, das wurde einfach explizit zur Philosophie des islamischen Staates. Also, wenn man schon in Bedrängnis kommt, dann muss man sich dann zurückziehen, seine Kräfte nochmal sammeln, ohne seine politischen Ziele in Darul Harb, also im Gebiet des Krieges und auch im Gebiet des Islam, also wo Umma ist, aufzugeben. Also, vor kurzer Zeit zieht man sich zurück.
Ich werde allerdings heute noch ein bisschen dann, in heutigen Nachmittag noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie diese Maslahat einfach angewendet wird, um irgendwie dann das islamische Regime bzw. die Kontinuität des islamischen Regimes weiter zu sichern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich dann auf die Kritik und die Antwort. Danke für diesen Beitrag. Gibt es Wortmeldungen? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn diese Wortmeldungen pointiert in möglichst wenigen Sätzen stattfinden könnten.